Das Team Leopard des Leipziger Zoos hat prominente und vor allem sportliche Unterstützung bekommen. Baleo, das Maskottchen der Bundesliga-Handballer des SCDHFK Leipzig, ist das 1000. Mitglied. Im Zoo Leipzig wurde die Partnerschaft am Montag im Beisein von Baleos Artgenossen besiegelt. Das Team Leopard ist eine Kooperation vom Zoo und WWF und hat sich den Schutz der stark bedrohten Großkatzen auf die Fahnen geschrieben. Insbesondere die Amur-Leoparden sind sehr stark vom Aussterben bedroht. Es gibt nicht mal mehr 100 Tiere in freier Wildbahn. Das heißt, die Zoobestände sind schon größer als in freier Wildbahn. Und es wird langfristig darauf ankommen, dass man sowohl Schutzgebiete hat, dass man aber auch Tiere wieder ansiedelt. Und wir als Zoo Leipzig haben gesagt, jawohl, wenn es gut klappt und wenn wir gut züchten, dann ist das Langfristziel, dass auch Tiere von uns dann mal wieder angesiedelt werden. Baleo will nun gemeinsam mit dem SCDHFK auch unter den Handballfans die Werbetrommel für das Projekt rühren. Die nächste Gelegenheit gibt es bereits am Samstag, denn dann gastieren die Rhein-Neckar-Löwen in der Arena. Ich denke, es wird ein offenes Spiel, wie die letzten Jahre immer gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Wir haben zwei oder dreimal mit einem Tor nur verloren, auch auswärts. Also es wird ein offener Schlagabtausch und wir wollen unbedingt die Löwen jetzt endlich mal besiegen, weil das wäre dann der erste Sieg von uns gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht. Laut Zoo können die Leoparden den Löwen durchaus das Wasser reichen. Vom Gebiss her würde ich dem Löwen doch mehr Stärke zuschreiben, aber von der Schnelligkeit und vom Höherspringen sind das die Leoparden, das heißt Baleo und der DHFK deutlich im Vorteil. Das Spitzenduell der Raubkatzen beginnt am Samstag um 18:10 Uhr.